Was mich persönlich immer hierher zieht, ist die Gemeinschaft. Egal welche äußerlichen Attribute man vorweist oder auch nicht, man wird für den Menschen geschätzt, der man ist. Ich wollte tatsächlich wissen, wie können wir Kirche zukunftsfähiger gestalten. Und das ist gelungen. Für mich persönlich war das Wichtigste, dass mit einer Offenheit den verschiedenen Meinungen gegenüber gestanden worden ist. Und ich glaube, dass das den Diskurs breiter und vor allem die Erfahrung bunter gemacht hat. Zusammenführen statt auseinandertreiben, Krisen bewältigen, über alle weltanschaulichen und politischen Grenzen hinweg. Das ist wichtig, besonders jetzt. Aber eines ist den Jahren 1945 und 2020 gemeinsam. Nichts geht ohne den großen Geist der Solidarität und der Gemeinsamkeit. Er hat gesagt, wollen wir fortsetzen wie die letzten 100 Jahre oder wollen wir ein neues Kapitel aufschlagen? Stellen Sie sich vor, Nelson Mandela hätte nach 28 Jahren Gefängnis gesagt, jetzt werden wir uns rächen. Das wäre ein Blutbad gewesen in Südafrika. Aber er hat gesagt, nein, wir müssen zusammenarbeiten. Wir müssen ein neues Südafrika aufbauen, basierend auf Gerechtigkeit und Wahrheit. Wir können die Welt verändern. Es brauchte nur einen, dem wir das ins Herz legen, oder einen, den wir vielleicht lieben, ohne ihn zu kennen. Und das ist ein bisschen, was der Papst Franziskus sagt, zu lieben, ohne ihn zu kennen. Das ist vielleicht meine Hoffnung. Miteinander leben. Vielleicht darf ich Sie einladen, dass Sie gemeinsam darüber nachdenken. Was könnte ich tun? Was könnte ich an meiner inneren Einstellung ändern? Wie könnte ich meine Haltung ändern? Aus meinem Komfort treten und mit Menschen zusammenleben, die anders sind. Ich habe das Fiegelhaus kennengelernt als einen Ort für alle Menschen. Einen Ort, wo wir alle willkommen sind, wo wir über Probleme, Ideen und Vorstellungen im Leben reden können. Für mich steht das Fiegelhaus für Offenheit und es ist ein Ort, an dem man sich immer herzlich willkommen fühlt. Im Fiegelhaus habe ich mich sehr willkommen und auch gehört gefühlt. Und es ist schwierig, einen Ort zu finden, wo man sich wohl fühlt. Ich möchte mich herzlich bedanken für das spannende, lehrreiche Jahr hier im Fiegelhaus. Ich habe den EU-Kurs absolviert und viele neue Leute kennengelernt, die alle wirklich einiges zum Positiven bewegen wollen. Und daraus sind viele spannende Gespräche entstanden.